So, der Autofokus ist raus. Jetzt drücken wir mal hier drauf, dann kommt diese Touch Launcher Applikation, die ein bisschen komisch da abläuft. Hier kann man dann eben leise und laut machen, was man eben auch mit der anderen Funktion machen kann. Und hier ist eben die Helligkeit einzustellen. Also hier leise und laut und hier die Helligkeitstasten. Das Programm reagiert entsprechend langsam. Das hat damit zu tun, dass es eben grafisch recht aufwendig ist und der UX mit seiner Grafikkarte diesen ganzen Aufwand da gar nicht schafft. Das Programm verbraucht da sehr viel Ressourcen, sehr viel Speicher, da es den ganzen Hintergrund in den Speicher lädt. Das sind die dümmsten Programme, die ich je gesehen habe. Eine typische Wire-Applikation. Hier kann man dann auch den Monitor rotieren. Ja, und das auch reagiert. Jetzt hat es reagiert. Also wie gesagt, das Programm funktioniert nicht besonders gut. Jetzt beim rotierten Monitor sieht man auch, dass die Kalibrierung korrekt ist. Ich mache jetzt mal die Helligkeit etwas geringer, damit die Kamera das wieder aufnehmen kann. So, Helligkeit runter. Gut, dann verschwindet das gleich. Und wir können nochmal sehen, wie der Cursor korrekt sich setzt. Das ist ja auch eines der großen Probleme, wenn man das Touchpanel falsch installiert, dass dann der Cursor in den anderen Modus, wo man recht gerne arbeitet, also ich arbeite sehr viel mit rotierten Bildschirmen, vor allem dann, wenn ich unterwegs bin und etwas lese, macht viel Sinn. Man kann auch dann sich schön zum Beispiel beim Browser die Schrift vergrößern oder statisch die Schrift größer haben und dann kann man sehr schön lesen, ebenfalls PDF-Dateien. Lassen sich wunderbar damit bearbeiten. So, nochmal drauf, um dann wieder zurück in den normalen.